Die Hamburger Innovationsparks sind die Hotspots für Wirtschaft, Wissenschaft und Startups. Das Innovationsökosystem Hamburg bietet eine herausragende Infrastruktur, die Austausch, Vernetzung und den Transfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft ideal fördert. Eines der anspruchsvollsten Zukunftsvorhaben Hamburgs stellt die Science City Bahrenfeld dar. Studieren, forschen, neue Technologien entwickeln und in schöner Umgebung wohnen, all das wird hier bald machbar sein, denn am Altonaer Volkspark soll bis 2040 auf einem 125 Hektar großen Areal die Science City Bahrenfeld entstehen. Erstmals in der Geschichte Hamburgs sollen Wissenschaft, Wirtschaft und Wohnen die zentralen Faktoren bei der Entstehung eines neuen Quartiers sein. Projektleiterin ist Melanie Paar. Frau Paar, können Sie uns einen kurzen Überblick über die einzelnen Bestandteile der Science City Bahrenfeld geben? Das mache ich sehr gerne. Wir sehen, zu meiner rechten Hand sehen wir den Universitätscampus West, wie wir ihn nennen, mit dem DESI als wichtigen Nukleus der Wissenschaft. Es werden in Bestandsgebäuden, aber auch in Neubauten viele Wissenschaftler ihr neues Zuhause finden und Studenten den Lehrbetrieb aufsuchen können. Wenn wir uns zur anderen Seite wenden, schauen wir da auf die jetzige Trabrennbahn, die ein lebendiges Stadtquartier sein wird, mit Universitätsgebäuden, aber auch mit über 2.500 Wohnungen, mit Cafés, mit Restaurants, mit sozialen Einrichtungen wie einer weiterführenden Schule. Also insofern treffen sich da zukünftig auch Studierende, Bewohner und alle, die sich dort gerne aufhalten wollten im Umfeld des Stadtparks. Und zu unserer Rückseite hier im Norden schauen wir auf den Innovationspark Altona, wo am Vorhornweg dann unterschiedliche Player wie das DESI, aber auch wie die HE für Startups und für dynamische Unternehmen den Bogen spannen zur Wissenschaft. Auf zwei Projekte möchte ich jetzt noch mal genauer eingehen, zum Beispiel die DESI Innovation Factory. Also die Innovation Factory wird tatsächlich so eine Art Leuchtturm werden, auch hier auf dem Campus, weil wir etwas höher sein werden als der Rest der Gebäude. Und das heißt, wir werden sichtbar sein für alle. Und wir richten uns an Startups, an Gründungswillige, an angewandte Forschung, aber auch an etablierte Unternehmen, die einfach ein bisschen innovativer sein wollen als der Rest und hier in diesem Ökosystem ihre Innovation vorantreiben wollen. Und welche Themenfelder stehen bei der DESI Innovation Factory im Fokus? Wir wollen zwei ganz wichtige Zukunftssäulen für die Gesellschaft bearbeiten. Zum einen im Life Science-Bereich, insbesondere im Gesundheitsbereich, Medizin, Technik, Pharmazeutik, aber auch ein ganz wichtiges Feld, nämlich neue komplexe Materialien. Wie können wir die zukünftig nachhaltig produzieren und funktionalisieren, sodass sie noch besser in den Dienst der Gesellschaft und eines jeden Menschen gestellt werden? Und wie weit sind Sie? Wann wird die DESI Innovation Factory fertiggestellt? Ja, das ist jetzt eine wichtige Frage, weil die DESI Innovation Factory ist nicht nur ein Gebäude, sondern es ist auch eine Idee, ein Dach sozusagen, unter dem wir auch mit Unternehmen, mit angewandten Forschungsgruppen und mit Gründungsinteressierten zusammen an Innovation arbeiten wollen. Das heißt, damit starten wir genau jetzt. Und das Gebäude selber oder beide Gebäude sollen in 2025 fertiggestellt werden. Und in unmittelbarer Nähe zum Innovationszentrum des DESI soll dann hier das sogenannte Tech Hub entstehen und wird damit auch Teil der Science City Bahrenfeld. Es wird eine Mischung aus Laboren und Büros, sodass ein neues Innovationszentrum für Forschung, Start-ups und junge Unternehmen entsteht. Und die Stadt Hamburg fördert das Ganze im Zuge ihres Wirtschaftsstabilisierungsprogramms mit 35 Millionen Euro und weitere 10 Millionen kommen dann für weitere Innovationsprogramme dazu. Flexible Büroflächen, Labore sowie Raum zum Vernetzen sollen dann auf 10.000 Quadratmetern im Tech Hub Platz finden. Wir haben ein sehr großes Feld. Wir haben einerseits die Freien und Hansestadt, die mit ihren unterschiedlichen Behörden natürlich vielfältige Interessen hier hat. Wir haben mit DESI einen sehr starken und international renommierten Partner. Wir haben mit der HIE einen Akteur, der die Wirtschaft in Hamburg, aber auch darüber hinaus gut kennt. Und wir haben uns als Science City GmbH, die wir einerseits unsere eigene Entwicklungsaufgabe im Volkspark-Areal haben, also entlang der Trabrennbahn, aber andererseits auch diese Koordination machen wollen und müssen, weil sie merken an den vielen Playern, wir arbeiten gut zusammen, aber es gibt viele Fäden, die man zusammenhalten muss.